Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Hausflipper und zu der Kaffee mit Milch, die wir hier an die Wand schmieren. Denn das soll die Farbe sein. Warum nicht? Kann man ja mal machen. Und ich sehe gerade, wir haben tatsächlich einen Skillpunkt noch übrig wieder. Da müssen wir doch glatt mal schauen, was wir machen können. Malen können wir. Okay, streiche um 50% schneller. Streiche 4 Wände gleichzeitig. Ich würde sagen, wir streichen erstmal schneller. Das hört sich doch schon mal gut an. Schneller streichen, warum nicht? Ja, der Unterschied ist deutlich sichtbar. Das geht hier ab wie Rakete. Also ein bisschen merkt man es vielleicht. Aber auch nur ein kleines bisschen. So, Fenster. Lustig ist ja, dass ich die ganzen Farbpötte alle stehen lassen kann, ne? Weil wir können sie nicht verkaufen. So. Auftrag ist beendet. 17.545,50 Euro. Ich hatte gedacht, wir kriegen 18.000. Knapp dran, aber nicht ganz. So, die ganzen Farbpötte können wir auch hier stehen lassen. Dann würde ich sagen, sind wir fertig. Wir beenden den Auftrag. Auf Wiedergesehen. 17.545,50 Euro nehmen wir gerne. Ich möchte mehr als ein Regal. Ja, zwei Regale. Oder... Ach ja. So, irgendwie dauert das Laden hier sehr, sehr lange. Ich könnte ja so Fahrstuhl-Wartemusik hier einblenden. Ah ja. Angekommen. Zweite Etage. So. Trautes Heim, Glück allein, aber wir machen uns direkt wieder auf die Socken, denn unser Postfach muss mal ein bisschen leer geschaufelt werden hier. So, Sauna und Immobilienentwicklung, das ist neu. Kitschhaus, Badezimmer und Werkstatt. So, Marenglau, Badezimmer und Werkstatt, okay, Kitschhaus. Angelika Werner. Mhm. So, Kindergarten. Nach einigen Jahren Arbeit in einem Grundschau habe ich genug Geld gesammelt, um ein Gebäude zu kaufen, das ich gerne in einen charmanten Kindergarten umwandeln würde. Das Gebäude dient früher als Büro, also muss man wirklich viel ändern. Im Allgemeinen gibt es einen großen Durcheinander im ehemaligen Büro. Die ehemaligen Besitzer möchten es nicht sauber machen. Entsorgen Sie alle alten und beschädigten Gegenstände, reparieren Sie alle kaputten Geräte und rüsten Sie das Badezimmer ordnungsgemäß aus. Kinder lieben es, wenn es schön bunt ist, wie ein Regenbogen. Verwenden Sie in jedem Raum mindestens 3 Farben und stellen Sie sicher, dass die Kinder eine Menge an Spielsachen in jedem Zimmer haben. Denn im Kindergarten werden die Kinder erst als erstes Spaß haben wollen. Vergessen Sie nicht, einen Ankleideraum für die Kinder, für die Kleider unserer Kinder zu schaffen. Ein Kleiderbügel, ein paar Regale. Ich glaube, dass Sie den perfekten Ort schaffen werden, an dem die Kinder freudig herkommen werden. Alles klar. Ariane, wir machen das. So, die Maske erlaubt es mir zu überleben, wenn die Luft verpestet wird. Ah ja. Deswegen rennst du damit immer rum, oder? So, dann bauen wir mal einen Kindergarten. Aus diesem Büro-Gebäude. Komplex. Was auch immer. Das Laden dauert echt schon lange. Ich glaube, ich starte gleich mal das Spiel neu. Nach der Aufnahme starte ich es einmal neu. Vielleicht nützt das ja was. So, du musst noch 70 Fortschritte erreichen, um diesen Auftrag abzuschließen. Ja gut, ne? Dann machen wir das mal. So, das ist also hier der ominöse... Bürokomplex, aha. Aha. Wir gucken uns erstmal einmal alles an. Oh, Sitzkissen. Mhm, das war mal eine Küche.
So, auch Büro. Jede Menge Badezimmer. Ja, das sieht nach viel Arbeit aus, Freunde. Nach sehr viel Arbeit. Alles wegwerfen, alles wegwerfen. Was soll ich denn damit machen? Das muss ich doch verkaufen hier, den Kack, oder? Vor allem, du weißt doch nicht, was du hier verkaufen darfst und was nicht. Hier so ein Bild wollen sie behalten, ja, und solche Boxen. So, hier läuft die Suppe raus. Schnell mal reparieren. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. So, ich würde sagen, wir rennen erstmal einmal durch die Bude hier und räumen alles weg, was wir so finden. An Müll und Unrat. So, so. Eieieiei. Lass mich raten, das muss ich auch verkaufen hier. Für wen hältst du mich? Woher soll ich denn wissen, was ich verkaufen kann und was nicht? Warum zur Hölle haben die eigentlich die Thermostate abgebaut, wenn die hier ausziehen? Büros lassen sie alle hier drinnen stehen, die ganzen Klamotten, aber die Thermostate nehmen sie mit. Das ist echt wichtig. So, den Scheiß hier weg. Das kann ich auch nicht mitnehmen. Soll ich hier irgendwas verkaufen? Nee, 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 nee. Okay, okay. Räume den Müll auf. Warte mal, wir machen erstmal hier die Kakerlaken weg. So. Gut. Dann wischen wir hier einmal durch. Damit es hier halbwegs angenehm wird. So, wunderbar. Dann reinigen wir einmal das Fenster. Dann könnt ihr ja schon mal einen Tipp abgeben, was wir diesmal so beim Auftrag verdienen. Ich würde schätzen, es sind so 16.000. So circa. Würde ich sagen. So, haben wir auch alles gereinigt. Oh, da liegt noch Müll. Zack. So, alles sauber machen, alles sauber machen. Was soll hier denn hin? Ne, hier. Ach, eine Klimaanlage, okay. Aha. 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 Warte mal, wie komme ich denn in den Raum da hinten? Ach, hier ist noch ein Raum. Privates Scheißhaus. Ja, warum nicht, ne? Kann man ja mal machen. So, wie soll ich denn die Kakerlaken hier wegkriegen? Kann ich das Ding wenigstens wegmachen? Natürlich nicht, kann ich's. Ja, wie soll denn das gehen? Ah, ich bin fertig. Okay. Okay. Komm, dann können wir auch mal eben hier so einen Badheizkörper hinhängen. Wenn wir schon mal hier sind. So, Fenster rein. Ja, machen wir hier den Raum direkt. Komm, wir machen den komplett fertig. Haben wir schon mal einen Raum fertig. Sehr schön. Tschüss.
So, was ist hier? Fenster reinigen. Das können wir auch mal eben machen. So, Gegenstände anregen. Beruhiger. Montiere die Geräte. Achso, das ist hier. Streich mit den Farben. Schönes Grün, Pistazie. Machen wir gleich. Wir machen erstmal hier weiter. So, dann verkaufen. Das darf ich wieder nicht verkaufen. So, das bleibt hier, oder was? Okay. So, Fenster reinigen. Fenster reinigen. Können wir hier auch Fenster reinigen? Nö. So, dann hier war montieren, genau. Machen wir hier mal kurz eine neue Steckdose hin. Da war das nicht richtig drin. So, montiere die Geräte auch. Reinige die Beschmutzung. Dann machen wir mal eben. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So, haben wir das auch. Streich mit den Farben und Gegenstände anbringen. Gut, das machen wir gleich alles zusammen. Dann machen wir noch hier weiter. Hier haben wir Fenster reinigen noch. Ups. Habe ich das schon? Anscheinend ja. So. Gegenstände immer streichen mit den Farben, bla bla. Okay. So. Fangen wir hier an. Fenster, ach so, Fenster reinigen. Wie können wir hier unsere Farbpötte verkaufen? Immerhin. Montiere die Geräte. Ach, da unten. Wie können wir denn da dran? Montieren. Wir montieren durch das Regal durch. Kein Ding. Wir haben das drauf. Ich sehe nur den blauen Pin nicht. Das ist vielleicht ein bisschen blöd. Hallo, blaues Kabel. Ah ja. War da nicht vorhin nur eine Steckdose? Gut, Gegenstände entfernen, zweimal Stahlträger. Ach, hier darf ich wieder. Okay, vielen Dank. So. Gegenstände anbringen. 27. Was bitte soll hier rein? Ein Sofa. Streiche mit den Farben Reife, Birne und Sonnengelb. Ja, dann suchen wir uns mal Reife, Birne. Super. Und Sonnengelb. Sonnengelb. So, dann streichen wir mal. Die hat ja gesagt, wir sollen es schön bunt machen. Ne? Dann können wir ja eigentlich querbeet streichen, wie wir gerade lustig sind. Irgendwie gefällt mir die Farbe, die ist cool. Was war das? Reife Birne war das, ne? Ja. Waren das auch vier Felder? Ne, waren fünf. Ja, wir wollen sie auch hübsch machen, ne? Ja, warte, hier machen wir das hier. Schön farbig. Hm.
So. Das gefällt mir. Das ist schön. So, fertig gestrichen. Sehr gut. Jetzt müssen wir hier echt noch 27 Gegenstände anbringen. Was zur Hölle muss denn da alles rein? So, erstmal ein Sofa. Irgendwas mit G. Sofa. Das Ding hier. Okay. Ey, dann ist der Raum voll. Dann ein 8x Schuhregal. 8x Schuhregal. Schuhregal. 8x Schuhregal. Ja, okay. Ich kann die ja nicht übereinander stellen, ne? Dass man. Achtmal Schuhregal. Ja, nee, ist klar. So, habe ich. 2x Schreibtafel. Dann machen wir mal einmal so rum müssen die. Machen wir mal hier. Machen wir schön auf die Höhe von den Kinders. So, 2x Schreibtafel. Dann 16x Kleiderhaken. Okay, Kleiderhaken. 16 Stück. Das wäre dann theoretisch über jedem Schulregal 2, ne? Außer da. Komm, im Kindergarten darf das auch ein bisschen wild aussehen. So. Fertig. Wahnsinn. Okay, okay. Warum zur Hölle musste da jetzt ein Sofa rein? Na gut. So, was haben wir hier? Haben wir hier noch jede Menge Zeug, was hier so rumfliegt. So, wir müssen aber jetzt erstmal streichen mit den Farben Frühlingsgras und lachende Erdbeere und Königsblau. Gut. Frühlingsgras. Lachende Erdbeere. Und König. Schluck auf. Wow. Ja, ne, dann würde ich sagen, ich fange einfach mal an. Streiche hier mal so ein bisschen. Wir machen mal die Ecken in Blau. Alle Ecken. Kann ja ruhig wild aussehen, hat sie ja gesagt. Können wir machen. So, Freunde, ich würde aber sagen, dass wir am Ende der Folge angekommen sind und wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen, wenn wir hier mit der Erdbeere die Fenster machen. Die Fenster kommen in Erdbeere. Gut, Freunde, warte, das eine mal hier noch fertig und dann machen wir Ende. So, cool. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und bringen hier noch 26 Gegenstände an und dann, gucken wir mal, was wir am Ende so an Knete hier aus dem Auftrag rausziehen. Ich könnte mir fast vorstellen, dass es ziemlich viel sein könnte. Wir werden sehen. Gut, Freunde, das wäre es gewesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und tschüss.